Vorhin stellten wir das Buch Wir können alles vor. Darum ging es um uns Schwaben und unser Engagement. Ein weiterer Grund, auf unser Musterländle stolz zu sein, ist die Frau des ehemaligen Ministerpräsidenten Lothar Späth, die sich seit vielen Jahren für multiple Sklerosekranke einsetzt. Ursel Späth ist seit vielen Jahren Ehrenvorsitzender der AMSL. Ungefähr 130.000 Menschen sind in Deutschland an multiple Sklerose, kurz MS, erkrankt. Gehören auch Sie oder ein Angehöriger zu ihnen? Wenn Sie sich fragen, wie kann ich mit der Erkrankung meinen Alltag im Haushalt, im Beruf, in der Kindererziehung oder in der Freizeit weiterhin bewältigen? Wie werden sich die sozialen Kontakte in Zukunft gestalten, wenn Freunde und Bekannte von der MS erfahren haben? Werden die Menschen in meiner Umgebung Verständnis dafür aufbringen können, dass es mir nicht immer gut geht und dass ich nicht immer alles mitmachen kann? Genau dann finden Sie mit diesem Ratgeber einen Überblick über Symptome und Krankheitsverlauf, mögliche Therapiemethoden und Konzepte, Informationen und Strategien, wie Sie Ihren Alltag und Ihre Freizeit bewältigen können. Hilfreiche Adressen und Literatur runden das Ganze ab. Werden Sie zum Experten in eigener Sache. Informieren Sie sich und recherchieren Sie, wie und wo Sie Unterstützung bekommen können. Mit Multiple Sklerose Leben von Hertha Dangl, erschien im Schulz-Kirchner Verlag.